Da waren scheinbar noch ein, zwei Fragen offen, die ich im letzten Video vergessen habe von Real Life Racing into Sim Racing. Und alles, was ich vergessen habe, findest du in diesem Video. Kleine Unterbrechung vom regulären Content, denn ich habe wichtige Nachrichten für euch. Es gibt momentan bei Alternate die Möglichkeit, eine Moser R9 V2 und ein KS Wheel zu kombinieren in einem Bundle und das Ganze für 599 € zu kaufen. Wenn du jetzt runtergehst in die Videobeschreibung und dort auf den Link klickst, kannst du einer der glücklichen 50 Leute sein, die sich dieses Bundle kaufen können. Das heißt also, falls du upgraden möchtest oder du eventuell Interesse hast, dir einfach diese Wheelbase plus das Wheel zu holen, dann schlag jetzt zu. Ich wünsche euch allen weiterhin sehr viel Spaß mit dem Content. Moinsen, Freunde der Sonne. Es gab da noch so ein, zwei Themen, die ihr angesprochen habt in den Kommentaren, die ich gelesen habe zum letzten Video, als ich im Nürburgring gefahren bin und das Ganze euch hier erklärt habe, was ich jetzt geändert habe und was sich da noch verändert hat. Erstmal möchte ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback und es freut mich sehr, dass das dem einen oder anderen noch was gegeben hat und was Positives bewirkt hat, dass er sich jetzt ein bisschen wohler fühlt in dem Auto oder ihm das jetzt ein bisschen ja, realer vorkommt, wenn er dort fährt. Es gab eine sehr, sehr große Frage von euch allen da draußen oder eine sehr oft gestellte Frage und zwar, wie das jetzt mit dem Force Feedback ist. Tatsächlich habe ich das irgendwie voll verschwitzt und deswegen gibt es jetzt dieses Video. Beim Force Feedback muss ich ganz ehrlich sagen, kann man das, denke ich, von einem Auto nicht wirklich auf alle portieren. Deswegen bilden wir mal so ein bisschen einen Querschnitt von dem Wissen, was ich mir von Tim Heinemann besorgt habe bezüglich des GT3 Porsches, den er bei mir hier eingestellt hat, hin zu dem M2, den ich jetzt gefahren bin und dem GT4 BMW. Und zwar folgendes. Meine Settings, die ich habe für meine SimoCube, und das kann ich jetzt ausschließlich nur anhand der SimoCube erklären, denn auf allen anderen Wheelbases habe ich das Ganze jetzt noch nicht wirklich portiert. Da sind die Settings, die ich in den Reviews gehabt habe, immer noch aktuell. Hier ist es so, ich habe an diesen Settings hier drinne nichts geändert. Also dieses Profil findet ihr auch bei mir auf der Homepage, sowie alle anderen auch, die ihr hier drinne seht. Also WRC, Rennsport, LMU, etc. pp. Die findet ihr alle. Die sind auch größtenteils alle noch online verfügbar im True Drive. Was ich aber getan habe, ist folgendes. Ich habe mir jetzt extra mal den LMP genommen, also den Dallara LMP 2, der über dem GT3 ist. Denn mein Porsche GT3 ist jetzt so eingestellt, wie Tim ihn eingestellt hat. Und anhand dieser Settings habe ich mich jetzt mal durchgehangelt. Um euch das Ganze jetzt nochmal hier in den Optionen zu zeigen, ich habe meine Wheel Force eingetragen, meine Max Force und das sind meine Settings, die ich sonst so habe. Was ich aber anpasse pro Auto ist folgendes. You're on a wet tire. Das habe ich übrigens für denjenigen Herrn extra jetzt nochmal eingestellt, der mich darauf hingewiesen hat, dass das komischerweise immer, wenn ich euch was in iRacing zeigen möchte, wir auf einem Wet Tire sind. Deswegen ziehen wir das jetzt einfach durch. Wir sind wieder auf dem Wet Tire. Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hast gelacht. Wir holen uns jetzt mal ganz kurz hier die Blackbox rüber, um euch da Folgendes zu zeigen. Und zwar ist es ja möglich, für jedes Auto die Settings einzeln einzustellen. Was bedeutet, dass wir hier eine Max Force einstellen können. Die sind bei mir in allen Autos anders. Aus dem folgenden Grund. Ich erkläre mir das jetzt so, oder zumindest habe ich mir so eine Brücke gebaut, dass je mehr Downforce wir haben und je härter das Auto auf der Straße liegt, desto mehr Fliehkräfte wirst du haben. Was bedeutet, wir müssen das Force Feedback ein ganz kleines bisschen hochdrehen, damit wir in der Kurve ein bisschen mehr ackern müssen. Beim LMP ist es jetzt so, dass er bei 60,3 steht, bei der Max Force. Das müsst ihr jetzt natürlich für euch da draußen dann so einstellen, wie es euch ja gefällt. Wenn ich das Ding jetzt hier fahre, muss ich wirklich ackern. Also in den Kurven und auch wenn ich über die Curbs fahre, wackelt mein Lenkrad. Es ist schon schwierig, das zu halten. Es ist jetzt aber nicht so, wie wir uns das wahrscheinlich alle vorstellen, dass wir hier den Arnold Schwarzenegger machen müssen, um das Ding um die Kurve rumzudrücken. Aber es ist merklich, dass wenn das Auto in der Kurve ist, dass man das nicht unbedingt nur mit zwei Händen halten kann, sondern dass da schon ein bisschen gearbeitet werden muss. Das ist jetzt hinsichtlich jedes Fahrzeuges angepasst und geändert. You're on a wet tire. Grüß dich. Und jetzt sitzen wir im Porsche drin und ihr seht, meine Max Force ist hier definitiv eine andere. Und ich gehe immer ein Stückchen weiter runter, je weniger, sag ich mal, Aero vorhanden ist.
also ne, Aero, Downforce. Und wir haben dann natürlich auch ein bisschen weniger Fliehkräfte an der Stelle. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, die der ein oder andere auch schon in Erfahrung bringen wollte. Und ihr seht gerade, hier haben wir wieder folgendes Problem. Wir sind jetzt 2,5 Zentimeter nach unten und der Porsche ist jetzt viel zu hoch. Damit haben wir natürlich ein Problem und das ist auch eine Sache, die ich euch gleich in diesem Video mitzeigen möchte. Wenn ihr das jetzt quasi eingestellt habt und das für jedes Auto umstellen wollt, dann geht ihr hier vorne im Menü und das bezieht sich jetzt natürlich erstmal nur auf iRacing, weil in ACC beispielsweise können wir das in jedem Auto separat einstellen. Können wir hier auch, aber wir müssen ein, zwei kleine Umwege machen. Die 2,5 Zentimeter Minus, die behalte ich jetzt erstmal bei und mein Horizon behalte ich auch bei. Aber ich gehe jetzt hier in die Cockpit-Perspektive und jetzt seht ihr schon, dadurch, dass ich jetzt im LMP sehr tief sitze, weil der LMP ist ja noch tiefer, verschiebt sich das natürlich im Porsche auch alles und wir haben jetzt hier wieder das Problem, dass wir die Motorhaube, auch ein netter Hinweis von euch, ja, es ist keine Motorhaube, ich nenne das vorne einfach nur Motorhaube, der Motor ist ja beim Porsche hinten. Und das ist ja jetzt hier das Referenzfahrzeug. Haben wir hier natürlich das Problem, dass wir zu hoch sitzen. Dazu können wir Steuerung F12 drücken und dann kommen wir in dieses Kameramenü. Und dort können wir die Z-Achse jetzt beliebig verschieben. Wir können uns natürlich gleich hier komplett im Boden sitzen und uns mal den Boden anschauen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja jetzt unsere Settings so einstellen, wie sie richtig sind. Oder richtiger sind, sagen wir es mal so. Für mich als gute Guideline ist, ich habe mein Dashboard, was hier oben dran ist, also was ich direkt vor Augen habe, bedeckt oben das Porsche. Also das Porsche, das Armaturenbrett hier drinne, wird abgedeckt, sodass ich oben nur noch die Reflights sehe. Irgendwann in Zukunft werde ich das komplette Ding hier mal größer machen und das abdecken, weil ich brauche ja nicht zwei Dashes. Aber so ungefähr wäre das jetzt für mich richtig. Und dann habe ich die Option, hier für Safe Car das Ganze zu machen. Ihr seht, ich habe hier schon einige drin. Aber ich nenne die jetzt extra mal Porsche GT3 Cockpit. Und dann können wir das Ganze saven. Und jetzt haben wir nämlich nicht mehr das Problem, dass wenn wir hier beispielsweise ins Auto steigen, dass wir so tief sitzen mit dem minus 2,5. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise uns hier umstellen würden, und sagen wir mal, wir würden das Ganze jetzt hier auf 0 machen, dann würde sich natürlich alles andere in allen anderen Fahrzeugen auch verschieben. Somit sind wir jetzt, wenn wir das haben mit den minus 2,5, was ich euch letztens auch schon gezeigt habe mit der Driver-Height, und wir gehen in die Kamera-Settings rein und ändern das da, speichern wir das für jedes Auto. Und das ist noch eine Kleinigkeit, wo ein, zwei Leute auch nochmal eine Frage hatten, was mir dann auch im Laufe der Zeit aufgefallen ist, weil ich in jedem Auto das immer umstellen musste und mir ging das irgendwann ein bisschen auf den Keks. Und so kannst du alle Autos hier an der Stelle individualisieren. Jetzt haben noch ein, zwei Leute gefragt, wie das Gefühl war in dem Fahrzeug von der Arbeit her, die man aufbringen musste. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin natürlich nicht volles Karacho in dem M2 gefahren. Also ich bin ja bei weitem, ich habe mich ja erst eingefahren und dann im Laufe der Zeit daran gewöhnt. Ich muss dazu sagen, man hat in dem M2 nicht wirklich sehr viel im Lenkrad arbeiten müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da, sag ich mal, großartig ins Schwitzen gekommen ist bei den paar Runden, die ich jetzt gefahren bin. Logischerweise, wenn du das Auto am Limit fährst und auch ein bisschen länger, wirst du da drin schon schwitzen. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die ganzen Vibrationen von dem Auto weniger im Lenkrad drin sind, sondern mehr im Popometer. Und das ist ja auch das, was viele Rennfahrer da draußen immer sagen, es fehlt das Popometer. Wir in der Sim, wir sind ja mehr an die, ja, an das Lenkrad gewöhnt und an das Force Feedback, weil darüber erfahren wir ja am meisten. Du erfährst natürlich Sachen wie ABS, logischerweise über das Bremspedal, und es macht sich auch ein bisschen bemerkbar im Lenkrad, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sehr viel merkt. Ne? Also du merkst natürlich, wenn deine Vorderachse kommt und dir ein bisschen die Hinterachse kommt, dass das Lenkrad ein bisschen leichter wird, aber es ist nicht mehr, also es ist bei weitem nicht so extrem, wie wir es jetzt hier spüren. Das heißt, falls du da draußen Buttkicker haben solltest, wirst du mehr über deine Buttkicker erfahren, beziehungsweise deine Shaker, deine Bass-Shaker oder Butt-Shaker, Butt-Kicker, wie auch immer wir die Dinger jetzt nennen wollen, als über das Lenkrad. Das heißt, falls du die haben solltest, so wie meine Wenigkeit, wirst du darüber mehr theoretisch oder wenn du es real einstellen möchtest oder immersiv einstellen möchtest, solltest du darüber mehr erfahren. Von der Arbeit her im M2, es war wirklich ruhig, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man
ne, dass die Arme jetzt großartig da sehr beschäftigt waren in der kurzen Zeit. Ich habe mich aber jetzt an der Stelle auch nochmal mit Tim unterhalten. Das sieht natürlich im Porsche, sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Also wenn der mit seinem GT3 unterwegs ist, musst du dann natürlich schon ein bisschen mehr ackern. Aber es ist bei weitem auch nicht so, wie wir uns das immer vorstellen. Und da möchte ich gleich nochmal einen ganz kleinen, ja, wie soll ich sagen, Mythos aus dem Weg schaffen. Denn viele Leute haben in ihren Köpfen hängen, dass sie ihre Wheelbase, also die Newtonmeter, kaufen, weil sie, oder viele Newtonmeter kaufen, weil man sehr viel Bums in seinem Lenkrad haben möchte und sehr viel Kraft in seinem Lenkrad haben möchte. Und das ist ein Irrglaube. Eine Wheelbase, also wie zum Beispiel jetzt meine Simucube, wird niemals über 20 Newtonmeter betrieben. Und ich habe die auch nicht wegen den 20 Newtonmeter gekauft. Ich habe sie eigentlich nur so groß gekauft wegen der Peak Force. Das heißt, für dich als Beispiel, und da kann ich euch immer nur als Tipp geben, Rouge ist da, also auf Spar, egal in welcher Sim, ist da immer ein sehr, sehr guter Indikator für. Denn dort kannst du die Grenze deiner Wheelbase testen. Sagen wir jetzt mal, du würdest eine Wheelbase fahren mit 12 Newtonmeter. Und du stellst dir die so ein, dass du 12 Newtonmeter hast. Und du fährst in Orange und du fährst links rum, also Orange, Radeon, die Kombination, ich nenne das ganze Ding immer Orange. Und du fährst die Kombination links runter, rechts hoch und dann wieder links. Und dann wirst du sehr schnell merken, dass deine Wheelbase auf einmal ziemlich luftig ist. Und das entsteht dadurch, dass die Wheelbase nach oben keine Luft mehr hat. Das heißt, sie ist am Limit mit dem, was sie darstellen kann. Und dann ist da tote Hose. Und deswegen kauft man sich im Grunde genommen diese Wheelbases, damit man viel Luft nach oben hat. Das könnt ihr beispielsweise als ACC-Fahrer oder auch als iRacing-Fahrer, wenn ihr euch das hier oben jetzt mal anguckt, da wird die Kraft des Force-Feedbacks auch angezeigt. Und wenn das ganze Ding im Roten ist, dann klippt das. Und dieses Klippen, das wollt ihr mit allen Mitteln, die ihr habt, vermeiden. Weil wenn es klippt, fehlen euch Details. Und genau deswegen hat man solche großen Wheelbases, weil du Luft nach oben hast. Ne? Sprich, wenn du jetzt, sagen wir mal, wie bei mir, ich fahre jetzt meine 12, 13 Newtonmeter im GT3, 14, 15 fahre ich so im LMP2, dann habe ich immer noch 10 Newtonmeter nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt von dem Ganzen so viel eingestellt habe und so viel Spiel habe und jetzt in eine Kurve fahren würde oder ich fahre jetzt Orange, dann ist da volle Pulle, liegt die Kraft an, weil das kann nach oben rübergehen. Und es ist ja so, dass auch Wheelbases, logischerweise, egal welche Hersteller, die springen halt auch mal ein bisschen über den eingestellten Wert rüber, weil da ist in dem Moment ein bisschen was zu tun. Das heißt also, für euch nochmal als Nennwert, Kennwert oder dieses Mysterium, um das aus dem Weg zu schaffen, man kauft sich jetzt keine Simucube 2 Pro oder eine Asitec Invicta, weil man 27 Newtonmeter anliegen haben möchte, sondern damit man Spiel nach oben hat und die Wheelbase hier alles darstellen kann. Und das waren so die Kommentare, die ihr geschrieben habt. Und die wollte ich jetzt gerne für euch an der Stelle nochmal ein bisschen, ja, aus dem Weg räumen oder beziehungsweise euch ein bisschen erleuchten an der Stelle. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Je größer das Auto wird, je mehr Downforce das Auto hat, beziehungsweise je mehr Aero das hat, desto mehr Fliehkräfte hat das Ding. Das heißt, da solltet ihr dann ein bisschen gucken, dass ihr euer Feedback anpasst und es ein bisschen stärker macht, aber nicht, dass ihr jetzt da sitzt wie Arnold Schwarzenegger und das Ding gerade so durch die Kurve kriegt, sondern euch angepasst, logischerweise. Bei der Sitzposition, und das bezieht sich jetzt hier genau auf iRacing, könnt ihr das Ganze, wie ich euch gezeigt habe, über die Kamera das Ganze nochmal einstellen, speziell für jedes Fahrzeug, was ich euch auch sehr ans Herz legen würde. Ihr findet auch an der Stelle bei Google ein paar Bilder, da könnt ihr euch das mal angucken. Es machen sehr viele Fahrer aus ihrem Helm oder von ihrem Helm aus Fotos und dann könnt ihr euch das angucken, wie das ungefähr aussieht. Und dann nochmal zu der Wheelbase. Die großen Wheelbases sind nicht da, damit man so viel Power dran hat und daran rackert wie Arnold Schwarzenegger, sondern dass man Spiel nach oben hat und dass Force Feedback auch in Extremsituationen immer noch dargestellt wird. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen aus dem Weg räumen und euch damit helfen, damit ihr ja noch mehr Immersionen erfahren könnt, beziehungsweise noch mehr Realismus nach Hause kriegt, so gut es geht in der Sim. Und wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Spaß beim Fahren. Lasst es euch allen gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank für das ganze Feedback und die Fragen, die ihr auch gestellt habt, denn das gibt mir immer Input, neue Videos zu schaffen. Schaut bei mir auf der Homepage vorbei, falls ihr die Profile haben wollt für die Wheelbases oder meine iRacing-Settings. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank. Habt euch wohl. Bis zum Dansen.